rein. Wo warst du? Ja, okay, also West, ja, normal, wenn man West durchfahren kann, dann ist okay, aber ich brauche halt 25 Minuten von hier zu Hause zum Bahnhof. Und was die größte Scheiße finde ich, ist, dass die erste Transfer. Ja, ich will nicht da spielen. Die Nachtbus ist so unregelmäßig fahren. Das ist crazy. Ja, aber das ist, was ich immer herkomme. Ja, auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Bis Nego. Bis Nego an 100. Ja, ey, nächste Woche. Jojo führt gerade in der Rangliste. Jojo führt, ja. Mit 2-0. Mit 2-0. Jetzt spielt Konzi gegen Dennis. Aber Dennis spielt tatsächlich seinen Main. Muss man ja auch sehen. Ja. Konzi, warte mal, ist es immer noch 2-2? Nee, das war das letzte Spiel. Und 100 Jahre ist halt, also es ist halt, wenn man jede Woche spielen würde, ungefähr 2 Jahre. Ja, okay. Ja. Das ist schön, das ist schön, das ist schon cool. 100 ist schon sehr cool. Ja, hey, bist du durch? Wie hast du gespielt? Ich hab, Wo hast du denn gespielt? Du hast du Ja, aber gegen Banane ist auch schwer. Wie hat sie gespielt? 3-0. Ja, aber close, ne? Am ersten Game, ja. Hat Konstantin mit Fox gerade gewonnen? Ja. Also für mich als absoluter Nicht-Kenner dieses Spiels und Nicht-Spieler dieses Spiels ist das meine Lieblingsstage, weil die so reduziert ist. Da muss man nicht irgendwie darauf achten, ob ein Wind geht oder ob eine Wolke an der Seite noch was macht. Es gibt keine Plattform, es gibt nichts, es ist einfach nur eine Stage. Und das finde ich extrem entspannt. Ich finde halt Plattform richtig. Ich mag halt mit Plattform. Ich muss sagen, also die zweimal, dass ich das jetzt sowas wie gespielt habe, fand ich es extrem verwirrend. Aber ich meine auch so zum Zugucken verstehe ich manchmal auch nicht so ganz, was Plattform wie für einen Vorteil macht. Deswegen finde ich es wirklich so angenehm. Aber weswegen macht es Plattform? Ja, es gibt halt Strategien, wie man von Plattformen zum Beispiel dann runtergeht und dann Attacken macht und halt auf Plattform baut. Es gibt halt. Ja. Zum Beispiel, wenn man auf dem Schild ist, kann man so eine Bewegung machen, dass man da runtergeht. Ja, und auf dem Plattform. Ich glaube, ich habe mir noch ein Bier. Hilft doch nichts. Nee. Ich finde auch lustig, dass erstmal Juggle gegangen ist und gleich wieder am PC ist, um zuzugucken. Guckt er mit zu? Juggle?
du da? Schreib's in den Chat. Aber wenn ich richtig verstanden habe, kommt deine Freundin heute aus Hamburg. Da will man vielleicht auch zu Hause sein. Sitzt am Handy. Okay, fair. Du könntest auch am Handy hier sitzen. Ihr holt Rote. Okay, okay. Heißt ja, ist ja völlig was ganz anderes, als Jonas gesagt hat. Ne? Es ist ja gar nicht so, als würdest du jetzt tatsächlich im Chat hängen. Okay, Timeout. Direkt Timeout. Oh. Wenn. Was? Ganz sitze hier ihr. Scrollt das unlogisch oder bin ich dumm? Wenn du ganz cool bist, von der Plattform springen, quasi dritter Jump, ganz vereinfacht gesagt. Okay, sitze. Ganz sitze ihr. Was? Sitz am Handy im Baum. Okay, ja, aber da steht ganz sitze ihr. Nee, ganz einfach gesagt. Ach, ganz. Ja, jetzt habe ich hab's jetzt gecheckt. Aber ich fand dein Kuss mal find ich auch. Oh, Peach hat sich mal wieder schön gemacht. Finde ich aber auch wichtig. Konzi hat sie nicht für notwendig gefunden. Hat so einen Handrückenschlag verpasst. Ja. Macht ihr das manchmal? Geil. Das finde ich ein bisschen geil gerade. Ich glaube, ich würde auch gut spielen. Aber es ist eigentlich ziemlich schwer zu spielen. Oh, ja. Also das war kein ernsthaftes. Ja. Das war nur so ein, ich fand den Vibe gut. Nicht so wie das Leute schon. Ich muss sagen, ich verstehe Foxes Ability, sich immer mit so einem Power-Feuer-Stoß wieder aus dem wirklichen nirgend Nirvana wieder zurückzuschießen. Das verstehe ich manchmal. Ja, das liegt ja alles auf. Ja. Mit dem Feuermann. Ja. Und dann muss man in die Richtung zeigen, wo der. Ja, und das fliegt aber sehr leicht. Ja. Viel weiter als bei euch. Ja. Kannst du mir auch mal ein bisschen fliegen? Ich finde, wir sollten fliegen. Ja. Oh, das war fies irgendwie. Da hat sie sich gerade so mit dem Schirm lang gestreckt und quasi so, nee, verpiss dich. Und dann, naja, musste sie halt gehen. Ich habe das Gefühl, spätestens ab jetzt kriegt das alles Ganze so ein Mad Ride Vibe irgendwie, ne? So ein bisschen. Es wirkt so ein bisschen aufgebracht. Mit so vielen Rüben und so. Aber komm, sie gibt dir noch eine Chance. Er sagt, komm. Wenn es sonst nichts ist. Ich glaube, mir ist noch nie aufgefallen, dass sich der Hintergrund so krass ändert bei dieser Plattform. Oder ist das neu? Das ist bei der immer. Das ist bei der immer. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich könnte schwören, dass es heute zum ersten Mal so ist. Das ist halt manchmal auch richtig schwer, manchmal dann Sachen zu sehen. Ui! Das war's tatsächlich schon. Schade eigentlich.